Okay. Ich weiß nicht, wer das war. Hallo, hallo. Das sah ganz komisch aus. Das sah aus, als hätte er so einen Keks als Kopf oder so. Ich weiß nicht genau. Ew. Ich hab's nur ganz kurz gesehen und mich erschrocken und dann war schon die Tür zu. Es sind Fußabdrücke vom Spiegel. Heißt das, ich soll mich da hinstellen? Oh. Und? Jetzt sind da Fußabdrücke vom Spiegel. Ja, das sind auf jeden Fall Fußabdrücke vom Spiegel. Die sind nicht normal. Definitiv nicht. Es sei denn, du bist durch ordentlich Tinte gelaufen. Anders aus und ich weiß nicht wieso. Hat dieses eine Schild schon da? Also ich finde es pretty normal gerade. Ja. Sitzt da auch und denkt über das Leben nach. Ja. Peri. Ja? Guck dir die Mülltrennung an. Ja, ich glaube, das Blut hat nicht mehr gehalten an der Wand. Kinderhände gehören nicht in den Restmüll. Oh, das klingt so. Neuer Folgenname. Ich schreibe mir das mal auf. Wenn das jemand findet, ohne Kontext. Kinderhände gehören nicht. Darüber steht was Spanisches und darüber stehen meine Sit-Ups. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sahen die Pissoirs im Spiegel auch mal schon so dreckig aus? Schau ich gleich gerne. Jetzt gucke ich in alle Mülleimer noch mit rein. Ja. Im Flur haben wir auch nicht mehr in die Mülleimer geguckt. Da haben wir glaube ich, noch nie in einen reingeguckt. Ja, ich glaube, das ist auch von der Darstellung her. Kleiner. Hast du gerade geatmet? Ja. Okay, mach keinen Scheiß. Es sieht okay aus, ja? Ich glaube diesmal wirklich.
Ich glaube, da hat jemand ins Urinal. Ich komme nicht aufs Wort. Periodiert? Ja, ich wollte auch sowas in der Art sagen. Ich dachte, nee, das geht irgendwie anders. Nee. Oh, das macht mich alles so nervös und kribbelig. Ne? Meine Arme jucken. Also. Oh. Ah, meine Ohren. Oh. Ja, bitte nach ihm. Bitte nach ihm. Bitte nach ihm. Geh rein. Nix? Nix. Nö, was war? Ihr wollt mich doch verarschen. Hier sind gerade die. Uah. Geh da jetzt rein. Was ist denn da? Geh da jetzt rein. Wieso passiert das nicht? Weiß ich nicht. Alles geh mal, gut. Geh mal gegenüber an die Handgebläse. Du willst mich doch verarschen. Geht das nicht? Warte, ich komm mit rein. Okay. Glaube mir, die sind volle Lautstärke losgegangen. Dabei muss ich an meine damals beste Freundin in der Schule denken, die, wenn man sich so unterhalten hat und sie ist rückwärts gegangen Richtung dieser Dinger und sie hat dauernd mit ihrem Arsch die Lüftung angemacht. Oh nee. Möchtest du für YouTube hineinlaufen oder alles, soll ich hier fahren? Alles für YouTube? Alles für YouTube! Alter! Okay, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt noch näher rangehe, muss ich das wegpixeln. Ich glaube, das ging schnell. Boah. Alter! Hast du es gesehen? Ja, oh Gott, wir haben 16, wir haben einen Checkpoint. Ach. Alter. Ich muss noch meine Serie nachschauen und mich abschminken. Storage Room, Müll. Oh no! Bist du tot? Ja, jetzt schon? Ich bin die Treppe runtergelaufen und bin gestorben. Wie du siehst. Ja, vielleicht bist du die Treppe runtergefallen. Ich höre was. Ich auch und es gefällt mir nicht. Komm, spiel mit mir. Was soll ich denn tun? Ich gehe einfach nur die Treppe runter. Und nicht. Hör auf, mir ins Rohr zu gehen. Halt die Fresse, ich suche nur den Aufzug. Das ist hier Ruhe, ich guck nur auf den Boden. Es ist mir alles egal, ich sehe ein Licht vom Aufzug. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Oh nein, oh, oh. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Ich wollte gar nicht hochgucken. Nein. Ich hab den Aufzug abgesehen! Das heißt, wir dürfen nicht nach vorne gucken, ja, sondern nur nach unten. Oh. Ich bin in die Wand gestorben. Egal, was passiert, gucken nicht hoch. I try. Ich hasse dieses Whispern. Ich hasse das Whispern. Besser, als wenn sie mit dir redet. Finde ich beides furchtbar. Ich finde beides furchtbar. Das hat alles so Vibes, die ich gar nicht haben möchte. Na, Flauschi, sing was für mich. Das
sieht doch gut aus. Drück schnell den Knopf. Escaped from the face. Himmel, ah, und zwir. Oh. Eine neue Tür. Yippie! Oh, wir tun schon die Hände ein bisschen weh, muss ich sagen. Also, wenn das so unsere Geschichte ist, wie erklärst du mir jetzt bitte, dass wir im Vorratsraum sitzen und hier ein Leichensack im Müll liegt? Ich würde sagen, er ist durchgedreht, als er seine Diagnose bekommen hat, hat den Doktor beseitigt und Chlor, ihn dann versucht über den, genau, über Ethanol, den... Ethanol? Gott, Desinfektionsmittel? Über den Müll zu desinfizieren. Oh Gott, ey, was ist das hier alles? Er hat ihn über den Müll entsorgt, garantiert. Sondermüll, Sondermüll. Okay. Okay. Okay, okay, okay. We can do this. Flauschi, das sind die letzten 30 Zimmer. Ja. Ein bisschen mehr, oder? 32. So fallen mir diese Eimer jetzt hier so auf. Hier kann man aber auch so kleine Kinderhände rein verstecken, ne? Hä? Guck mal, der Leichensack ist doch jetzt woanders hier, oder? Der sah doch vorher anders aus. Ja, der war auf der anderen Seite. Der war genau wie die hier. Wie beim Roten, meine ich. Auf dem rechten war da auch so ein Recyclingzeichen drauf? War da nicht auch Sondermüll? Ich weiß es nicht. Hatten wir Contagious? Nee. Ich glaube, das ist eine Anomalie. Ich komme mit. 501. Ja. Aber ist das hier so orange? Achso, wegen dem immer okay. Wieder mal. Ich drehe schon durch, ich sehe Dinge, die nicht... Okay, ja, das stimmt mit dem Sack. Richtig. Okay, und da ist so ein Dings drauf. War auf dem grünen denn ein Zeichen drauf? Nee. Okay. Da habe ich mich nämlich noch gefragt. Jetzt ist, also hier ist jetzt in beiden, warst du das? Was denn? Hast du gerade zur Katze Ja gesagt oder so? So ganz leise so. Das ist ja. Ja, das sieht normal aus, dachte ich gerade noch. Es klang noch viel leiser, aber meinst du, die Säcke waren hier vorher genau an der gleichen Stelle? Ja. Okay. Es sieht pretty normal aus. Okay. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Das war nichts mit dem Kaffeeautomaten, oder ist das einfach Gesetz, man macht nichts mit Kaffee? Man macht nichts mit Kaffee. Okay, Kaffee, kein Scheiß. Yes. Okay. Ja. Es piept raus. Der wird immer größer. Oh Gott. Ich muss es gucken. Es ist einfach weg. Okay.
Heißt das, wir haben uns umgebracht? Wir sind doch im Limbus, oder? Das kann gut sein, ja. Wir kämpfen uns nach oben zu, 666, dem Teufelszeichen. Weg nach unten. Und dann kommt da zum Schluss in der Etage einfach ein Minus vor. Dieser Karton. War der schon da? Der schwarze am Boden, ja. Was denn? Siehst du's? That's cute. Das ist ja süß. Es brennt, warte, ich lösche das Feuer. Psst, psst, oh, schon wieder leer, warte, psst, oh, schon wieder leer. Psst, oh. Wir werden alle sterben. Scheiße. Yay! Hätte ich mal Sicherheit über süß gestellt. Es tut mir leid, ich war blöd, das ist die Uhrzeit. Oh, herrlich. Hätte ich Sicherheit mal über süß gestellt. Ich stelle irgendwie alles in Frage, ne? Meinst du, wenn wir das Spiel noch 3 Stunden länger spielen, dass wir irgendwann die Art, alles so genau anzugucken, mit ins reale Leben übernehmen? Um Gottes Willen. Dass du eine halbe Stunde in den Kühlschrank guckst, bis sich dein Mann fragt, was ist dein Problem? Irgendwas hat sich verändert. Ich glaube, die Butter steht woanders. Yes. Ja. Ethanol. Das war da. Das Erektionsmittel. Das war auch da. Wow. Sieht alles? Ja. Gut aus. Nicht irgendwo eine Kinderhand, ein Arm oder einen Kopf versteckt. Es läuft irgendwo Blut irgendwo raus. Keiner geht in die Luft. Keine Geisterkinder, die plötzlich zersplittern. Keine kopflosen Menschen. Ja, ja. Keine schwarzen Löcher, keine Smileys, keine QR-Codes. Du weißt schon gar nicht mehr, was da alles war. Keine komischen Kinder in irgendwelchen Reflexionen. Kinderköpfe in Lampen. Ja. Rote Sturmflut. Keine Periode an den Wänden oder in irgendwelchen Behältern. Urinalen. Steht die Mülltonne weiter vorne? Kopflos. Die rote stand schon immer ein Stückchen weiter vorne. Okay. Trau der Sache nicht. Auch noch nicht so ganz. Es sieht so okay aus. Das kann ich kaum glauben. Hier müsste doch irgendwo eine Kinder dazwischen liegen oder so. Oder eine Katze, die umfällt. Oh ja. Ich gucke im Flur. Okay, das ist bei dir auch, ja. Okay. Yes. Alter. Das kann, also, ne, Jumpscare ist okay, boah, aber nicht mit Bluescreen. Nicht mit Bluescreen, also. Also, das geht, ne? Ja, das macht man einfach nicht. Da war auch schon wieder ein QR-Code. Wo? Ja, bei dem Bluescreen. Scheiße, stimmt. Ja, so schnell wäre ich nicht gewesen. Waren wir jetzt eigentlich eine Etage weiter? Ich meine ja, wir waren jetzt bei 506.
Ja. Ob das damit gemeint war, mit das Spiel neigt zu abstürzen? Ich glaube eher, als ich geköpft worden bin. War die Kiste hier schon mal offen? Ja, ne? Ja. Waren die Mülleimer da drüber? Haben die vorher schon gelegen? Ja. Ich hätte jetzt fast am Liegen gesagt. Okay. Es sieht alles pretty okay aus. Sind wir uns da sicher? Noch ja. Da hinten steht ein... Ah ne, das ist normal, ne? Ja, okay. Was denn? Oh. Siehst du? Ja. Das heißt, wir bleiben jetzt hier drin. Es ist nämlich 506. Oder ach so, dann... Oder wolltest du es nochmal machen, um den QR-Code zu sehen? Ich habe dieses Mal einen Screenshot gemacht. Ah, ich bin schlau. Also können wir weiter? Wir können weiter. Okay. Eine Uhr ticken. Was denn? Komm mal raus. Guck dir mal den Boden genau an, wenn du rausgehst. Oh. Was ist das? Ist das ein Alien? Ich glaube auch, aber es war nicht vorher da. Wird es auch dunkler? Okay. Ich glaube ja. Ganz leicht. Na, warte, ich bin noch nicht. Oh Gott. Ich bin da. Wir haben keine Fahrstuhl-Sound mehr. Nicht, dass das die... Oh, 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 oh. Komm mal her. Ja. Guck mal da rein. Mich lieben. Du kannst schon mal fahren, ich bin tot. Okay. Das hat mich mit Liebe erdrückt. Das Game ist echt. Vor allen Dingen geht das auch echt lang. Ja, ich hätte das auch nicht erwartet. Waren die Rezensionen nicht auch schlecht? Hier steht eine 6 und eine 6 auf der Tonne. Okay. Ja, wir gehen wieder. Gut. Ich wüsste auch nicht, warum das schlechte Rezensionen hat. Das Spiel ist genial. Ich finde das echt gut. Das geht viel länger als hier Exit 8, Station 5 und so. Ja. Oh. Was zum... Schön, dass du auch mit mir reingerannt bist. Bin ich nicht, ich wurde hinterher teleportiert. Ach so. Oh, da war eine Axt. Da ist eine Axt in der Tür. Wie auch immer rauskommt, ja, brennt raus. Johnny. Das war so Shining. Ah, hier ist Johnny. Ja, nee, hier ist Flauschi und das war Flauschi und weg ist Flauschi. Jetzt müsste hier nochmal so die Axt reinkommen. Yes. Bring den Entwickler nicht auf Ideen, der hat schon genug. Ich glaube, der hat ganz schön arge Probleme, der Entwickler. Ah,
Aber wenn sie zu solchen Spielen führen, finde ich es cool. Solange es ihnen ansonsten dann gut geht. Ich dachte gerade, was ist bei das? Dir, ne? Ja, ich habe mich auch gerade umgeguckt und voll erschreckt. Katze? Ja. Immer diese Katzen. Sie wollte doch zur Tür raus. Ach so. Lass mich raus. Da ist nichts, oder? Willst du deine Katze rauslassen? Sobald wir wieder im Fahrstuhl sind. Na, Even hat's hier rausgelassen. Ne. Ich habe vorhin Wasser in meinen Shaker getan, damit ich noch ein bisschen trinken habe, aber das schmeckt scheiße. War die Tür schon immer da hinten? Das habe ich mich bei den letzten Türen auch immer wieder gefragt. Wir sind ja jetzt von der anderen Seite, ne? Ja, stimmt. Da können die nicht erwarten, dass ich mir das merke. Um Gottes Willen. Lebst du noch? Tot? Nee, du? Ja, ich lebe noch, aber lauf einfach schon mal zum Fahrstuhl. Ich komm dich holen. Ich hol dich. Warte. Oh. Okay. Ganz ruhig. Muss ich da. Wieder zurück. Raus hier. Ja. Genau, bei so einer Action ist das wohl beim ersten Mal abgestürzt. Ganz ehrlich, der Paketfahrer war wütend. Mhm. Immer dieser rote Smiley, ne? Ja. Ich mach mal einmal kurz eine Aufnahmepause. Einmal da und wieder starten. Nur zur Sicherheit, weil das gerade mit den Kartons da so rumgebackt hat. Yes. Und so hat das mit den abgeschnittenen Köpfen auch rumgebackt. Enttäuscht, es war noch nichts in den Putzwellen drin. Ja, noch keine Kinderhand oder so. Es sieht zu normal aus. Ich glaube, es ist normal. Ich guck den Flur. Da steht auch nicht irgendwo run oder sonst irgendwas. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr jetzt. Sieht pretty normal aus. Gut. Thank you.
Schon wieder normal? Das glaubst du doch selbst nicht. Oder wir werden unachtsam. Waren da auch schon vor, zwei Lichtschalter? Ja. Bedürfnisse, Mülleimer zu gucken. Sieht gut aus. Ich denke, wieso steht hier 500? Ist das die Anomalie? Warte mal. Wir waren noch weiter, oder? Oder haben wir es gerade nicht gelöst bekommen? Da steht 500. Oh lol. Oder ist das die Anomalie? Wenn es 500 ist, ist es doch egal. Dann können wir auch hier rein. Ja. Ich habe da nicht drauf geachtet eben. Ja, dann haben wir gerade was übersehen. Dann laufen wir jetzt einmal durch. Ja. Ja, die Mülltonne steht doch da falsch, oder? Da war doch keine grüne Mülltonne. Nee. Okay, und wieder zurück. Also, was haben wir jetzt auch gelernt? Die Anomalien wiederholen sich nicht unbedingt auf dem Level, ja? Nee. Oder es war die, die uns nicht aufgefallen ist. Da müsste ja jetzt die Puppe kommen, oder? Achso, ja, stimmt, das meinst du. Ja, beim Einzelspieler war die Anomalien kommen in Reihenfolge. Oder du konntest auswählen, kommen in zufälliger Reihenfolge. Die Müllsäcke stimmen. Keine Zahlen. Kein Alien auf dem Boden. Sieht normal aus. Hat da unten immer schon Müll durchgescheinen? Sieht nach einem Clipping-Fehler aus, oder? Ich denke. Okay. Na dann. Map. 500. Können wir eigentlich Ding drücken? Nee, komm. Hallo? Was hast du gemacht? Wieso? Ja. Ey. So, weil da oben Fragezeichen, Fragezeichen stand als. Von mir nicht. Warte, das war jetzt 500, das heißt, wir können doch durchlaufen, oder? Achso, jetzt steht da Fragezeichen. Tatsächlich. Ich glaube, du hast gedacht, zum nochmal gucken, ne, was vielleicht falsch war. Oh, ich sehe, was falsch ist. Hm?
Guck mal, der Müllsack hätte da hinten am Ende sein müssen. Dann hat es sich doch wiederholt. Das hatte ich, glaube ich, beim ersten. Nee, dann müssen wir jetzt durch die andere rein. Ach so. Ja. Aber das ist ja nett, dass man dann nochmal gucken kann. Ja. Ich glaube, das ist, weil unsere Konzentration gerade langsam schwindet. Das hatte ich auch. Deswegen habe ich nach einer Folge ausgemacht. Ich glaube, an dem Tag habe ich aber auch noch mehr als nur das aufgenommen und dachte, nein, das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich gerade wieder gedacht, war die Tür da? Nein, es gibt übrigens kein Clipping. Ah. Aber das war normal, ne? Ja. Ich höre dich klicken. Also das mit dem Storage Room finde ich bis jetzt am schwierigsten. Ja. Ich auch. Das sieht wieder normal aus. Ich glaube, jetzt der Blue Screen. Fehlt ganz oben irgendwas? Das könnte ich jetzt auch nicht mehr beschwören. I don't know. Wo bist denn du? Hä? Wo warst du? Ich stand mit dem, der im Raum. Hä? Wieso steht da denn jetzt schon wieder 500 wert? 500. Hä? Weißt du was, wir fahren jetzt einfach nochmal. Meinst du einfach auf Verdacht? Ja. So, da stand 502. Aha. Okay. Wir fahren wieder. Ja. Oh, guck mal. Ach. Das ist ja auch eine süße Anomalie, ne? Ja. Da musst du erst mal sehen. Fast so wie mit der Tafel, wo ich nur per Zufall hintergeschaut habe. Ja.
Was? Was denn? Lauter Steckdosenleisten überall. Und noch eine Mülltonne. Ja gut. Ich will den Checkpoint hier. Ich hasse Storage Rooms. Ja. Die sind mir viel zu unübersichtlich, jedes Mal. Das ist die Katze, oder? Ja, ja. Okay. Ja, das hat sich komisch angehört. Hätte auch hier was sein können. Aber das ist jetzt normal, oder? Ich denke. Nein, ist es nicht. Sieh mal die Paketnummern an. Es ist überall 666 plötzlich. Oh. Alter. Also jetzt gucken sie, ob wir aufpassen, oder? Ja. Ich sitze nicht mehr gerade. Ich glaube, das ist meine Aufmerksamkeit. Gehen wir nochmal in den Schneidersitz und nochmal gerade hinsetzen. Yes. Ich habe gar nicht geguckt, was doch müsste ja richtig gewesen sein, ne? Weil da jetzt keine Zahlen sind. Ja, bevor wir gleich wieder reingehen, dann steht da wieder 500. Immer noch auf das Kinderhändchen im Karton. So, aber das sieht jetzt wieder normal aus, oder? Ich denke. Okay. Flauschi, ich bin sofort wieder bei dir, ja? Ich muss einmal ganz kurz irgendwas sagen. Ich bin sofort da wieder. Ja. 2 hours later. Bist du wieder da? Oder läufst du ohne Ton mit? Oder bist du die Anomalie?
Hey. Ich dachte, ich gucke nur noch schon mal so ein bisschen. Oh, ja, ja. Oh, oh Gott. Ja, geht auch mit. Kaut auch gerade noch auf meiner Schokolade rum. Hast du sie gefunden, ja? Ja, die restliche habe ich ja woanders stehen gehabt. Ich hatte nur ein Stück mit. Warte, ey. Alles okay, oder? Ich denke. Ich gucke mir den Flur an. Und du sagst alles okay dann? Eine jammernde Katze vor der Tür. Also ich meine alles okay. Und du hast auch nichts gesehen, oder? Na dann. Steh mal einer diese Katze. Jammert, um sich dann aber auf seinen Sessel zu setzen. Er will überhaupt nicht rein. Wie das aussieht. Hier sind Zahlen auf dem Müllton. Diesmal gucke ich ihn mir an. Hallo? Wer ist da? Oh. Hier ist Johnny. Sie sind immer nur so ein bisschen abgehärtet dann. Außer die Kartons, die gingen gar nicht. Nee. Der Müllsack liegt doch hier woanders, oder? Ja, ja, hier auch. Okay. Hm.
werde gerade gefragt, wie lange ich noch ungefähr brauche. Was soll ich jetzt schreiben? Bis Etage 666? Ja. Dann kommt wahrscheinlich nur zurück. Okay. So eine Spiegelung in dem Feuerwehrschlauch. Weiß nicht, ob die vorher schon war. Das sieht aus wie ein Totenkopf, oder? Ach, meinst du so ein rotes Gepixel da jetzt? Nee. Ich habe jetzt so ein rotes Gepixel gesehen. Das ist einfach deine weiße Cappy. Ja, es ist die Cappy. Aber ich habe so rote Pixel eben gesehen. Oder bilde ich mir das jetzt schon ein? Ja, so oben rechts, ne? Hatte ich gerade vorhin auch welche kurz. Nee, direkt mittig. Also über dem Schlauchende. Keine Kinderhände. Sieht okay aus, ja? Ich guck noch mal hier. Tja. Er ist auch in einer normalen Größe, ne? Ja. Tja. We hope so. Yes. Gott sei Dank. Sollen jetzt bitte noch zwei offensichtliche Sachen? Ja. Zum Beispiel, dass der Türhenkel auf der falschen Seite ist. Dann. Was denn? Ach so, ich dachte, das war jetzt nur ein Beispiel. Du wolltest sagen, ja, also ich würde jetzt was offensichtlicher nehmen. Ja, zum Beispiel sowas. Pass auf, jetzt ist das normal, ne? Mein Schokopinguin ist gleich aufgegangen. So, ja, jetzt ist es auch wieder auf der richtigen Seite. Thank you.